Die Suche nach neuen, möglicherweise bewohnbaren Himmelskörpern stellt seit jeher einen zentralen Aspekt der modernen Weltraumforschung dar. Ein Blick auf die Errungenschaften der irdischen Wissenschaftler zeigt, dass sich diese galaktische Spurensuche in der jüngeren Vergangenheit erfolgreicher denn je gestaltete. Demnach gelang es den Fachleuten bereits, mehr als 4.800 Exoplaneten in über 3.500 verschiedenen Systemen zu identifizieren. Allerdings befinden sich all diese fremden Welten innerhalb unserer heimischen Milchstraße. Eine vor kurzem veröffentlichte Studie legt nun den Schluss nahe, dass die Wissenschaftler einen bedeutsamen astronomischen Meilenstein erreichten. Die Entdeckung des ersten Planeten außerhalb unserer Heimatgalaxie. Was genau das große Interesse der Astronomen weckte und welche Indizien dafür sprechen, dass die beobachteten Phänomene tatsächlich auf die Einflüsse eines fremden Planeten zurückzuführen sind, verraten wir euch jetzt. Habt ihr Lust, uns auf unserer Reise zu den größten Mysterien des Universums zu begleiten? Dann denkt daran, The Simply Space zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um in Zukunft nie wieder eines unserer Videos zu verpassen. Zeigt uns gerne mit einem Daumen nach oben, dass euch die galaktischen Themen unserer Beiträge gefallen. Ein auffälliges Phänomen. Aus unseren irdischen Teleskopen heraus betrachtet, wirkt die sogenannte Whirlpool-Galaxie wie ein gigantischer galaktischer Strudel, der nur so vor funkelnden Gebilden strotzt. Im Innern dieser großen Spiralgalaxie, im Sternbild Jagdhunde, die auch unter der wissenschaftlichen Bezeichnung M51 bekannt ist, werden regelmäßig neue Sterne geboren, während deren weitaus ältere Gegenstücke sich mit der Zeit ausdehnen, erlöschen und schließlich explodieren. Jene faszinierende Struktur am Firmament, die einen Durchmesser von rund 80.000 Lichtjahren aufweist, erweckte vor einigen Jahren erneut die besondere Aufmerksamkeit der Experten. Damals, im Jahr 2012, identifizierte das Chandra-Röntgenteleskop der NASA ein auffälliges Detail in der Whirlpool-Galaxie, die sich etwa 25 Millionen Lichtjahre von unserer heimischen Milchstraße entfernt befindet. Bei der ominösen Beobachtung handelte es sich seinerzeit um ein seltsames Flackern im Röntgenlicht, das von eben jener entlegenen Spiralgalaxie ausging. So erkannten die Wissenschaftler, dass sich eine Röntgenquelle in einem der Arme der Galaxie über einen Zeitraum von rund 2 Stunden praktisch abschaltete, bevor sie urplötzlich wieder damit begann, aufzuflammen. Grundsätzlich ist ein derartiges Phänomen im Kosmos keine ungewöhnliche Erscheinung. Demnach wurde schon häufig beobachtet, wie sich bestimmte Röntgenquellen periodisch verdunkeln. Im Falle des Ereignisses, das in der Whirlpool-Galaxie beobachtet wurde, ging der temporäre Emissionsausbruch von M51 ULS-1 aus. Dieses kosmische Gebilde setzt sich im Detail aus 2 Objekten zusammen, die bislang allerdings nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnten. So ist es denkbar, dass es sich bei einem dieser Bestandteile entweder um einen Neutronenstern oder aber um ein schwarzes Loch handelt. Das Gegenstück ist möglicherweise ein blauer Riese, also ein Riesenstern, der die 10- bis 50-fache Masse unserer Sonne aufweist. Nachdem die Astronomen das entsprechende Röntgensignal vor einigen Monaten noch einmal näher in Augenschein genommen hatten, gelangten sie zu einer bahnbrechenden These. Die Forscher vermuten, dass die Ursache für die kurzzeitige Abschwächung der Röntgenemission etwas war, das sie noch nie zuvor gesehen hatten. Ein sogenannter Extroplanet. Während es den Fachleuten bis dato bereits gelang, mehr als 4.800 Exoplaneten auf die Sternkarten hinzuzufügen, die sich allerdings allesamt in unserer heimischen Milchstraße befinden, wäre der Himmelskörper in M51 der erste bekannte Planet in der Geschichte, der seine Bahnen in einer anderen Galaxis zieht. Ein Planet außerhalb der Milchstraße? Die bahnbrechende Hypothese, die von einem Expertenteam unter der Leitung der Astronomin Roseanne Di Stefano vom Harvard-Smithsonian Center für Astrophysics ins Feld geführt wurde, wurde vor kurzem in der Fachzeitschrift Nature Astronomy publiziert. Die entsprechende Studie führt mögliche Beweise dafür an, dass der beobachtete Röntgenstrahlenabbruch von einem saturngroßen Planeten verursacht wurde, der seinerzeit vor M51 ULS-1 vorüberzog.
Der hypothetische Planetenkandidat wurde dabei auf den Namen M51-1 getauft und würde seinen galaktischen Fixpunkt in einer Entfernung umkreisen, die dem Abstand zwischen dem Uranus und der Sonne entspricht. Obwohl viele Pressestellen die Studie der Fachleute sogleich als die Entdeckung des ersten Planeten außerhalb der Milchstraße in die Schlagzeilen brachten, war es den Wissenschaftlern bis dato noch nicht möglich, ihren galaktischen Sensationsfund unanfechtbar zu bestätigen. Da der hypothetische Himmelskörper den nächsten Transit vor M51-ULS1 erst in einigen Jahrzehnten durchführen wird, wird dies wohl auch erst einmal eine Zeit lang so bleiben. Das Team um Di Stefano modellierte innerhalb seiner Forschungsarbeiten auch andere Objekte, die den kurzzeitigen Einbruch der Röntgenstrahlung verursacht haben könnten. Allerdings sollte keine dieser Simulationen die tatsächlich erfassten Gegebenheiten widerspiegeln. Nichtsdestotrotz betonen die Experten, dass es sich bei dem möglichen Planeten in der Whirlpool-Galaxie nicht um eine bestätigte Entdeckung handelt. Demnach gab Di Stefano an, dass sie und ihre Kollegen nicht mit letzter Sicherheit sagen können, dass die beobachteten Effekte definitiv durch einen fernen Planeten hervorgerufen wurden. Im selben Atemzug führten die Experten allerdings aus, dass das einzige Modell, welches mit den erfassten Daten übereinstimmt, das eines hypothetischen Planeten ist. Innerhalb der Fachwelt traf die Vorgehensweise der Forscher jedoch auch auf Kritik. So bemängelten einige Wissenschaftler, dass sich die entsprechende Nachweismethode, die auf der Untersuchung von Röntgenstrahlen basierte, nicht dafür eignen würde, Planeten von anderen kosmischen Körpern wie etwa braunen Zwergen oder kühlen Sterne des Spektraltyps M zu unterscheiden. Die Suche nach fremden Planeten. Die Astronomen durchforsten das Firmament bereits seit einigen Jahrzehnten nach fremden Planeten, die ihre Bahnen außerhalb unseres Sonnensystems ziehen. Der erste galaktische Volltreffer erfolgte im Jahr 1992. Damals identifizierten die Forscher den ersten bekannten Exoplaneten in den Gefilden des schnell rotierenden Neutronensterns PSR 1257+12. Bevor dieser bahnbrechende Meilenstein erreicht wurde, hatten die meisten Menschen angenommen, dass die fremden Himmelskörper hinsichtlich ihrer Beschaffenheiten und Charakteristiken große Ähnlichkeiten zu den Vertretern unseres heimischen Planetensystems aufweisen würden. Heute wissen wir jedoch, dass sich auf den unterschiedlichen Exoplaneten mitunter bizarre Schauspiele ereignen, die sich drastisch von den bekannten Phänomenen auf unseren galaktischen Nachbarn unterscheiden. Denken wir hierbei einmal beispielsweise an den Exoplaneten HD189773b, durch dessen Atmosphäre regelmäßig winzige, messerscharfe Glaspartikel fegen. Wie kostbar die Entdeckung eines bis dato unbekannten Himmelskörpers im wahrsten Sinne des Wortes sein kann, zeigte wiederum HATP7b, der im Jahr 2008 auf die Sternenkarten hinzugefügt wurde. Hier peitschen heftige Stürme regelmäßig Rubine und Saphire über den gesamten Himmelskörper. Obwohl sich alle der bislang zweifelsfrei identifizierten Exoplaneten innerhalb der Milchstraße befinden, ist es angesichts der gigantischen Dimensionen des Universums sehr wahrscheinlich, dass sich auch außerhalb unserer Heimatgalaxie die atemberaubendsten Planeten tummeln. Der von der Erde am weitesten entfernte bekannte Exoplanet befindet sich allerdings gerade einmal 28.000 Lichtjahre von unserer irdischen Heimat entfernt. Tatsächlich ist es umso schwieriger, das von einem Planeten reflektierte Licht zu erfassen, je weiter sich der entsprechende Himmelskörper von uns entfernt befindet. Dies hat den Hintergrund, dass die hellen Sterne innerhalb dieser fremden Planetensysteme in der Regel alle anderen Himmelskörper in ihren Gefilden überstrahlen. Folglich ist es den Experten nur in den seltensten Fällen vergönnt, einen Exoplaneten auf direktem Wege nachzuweisen. Im Detail konnten bislang nicht einmal 2% aller bekannten Exoplaneten durch direkte Beobachtungen identifiziert werden. Weitaus vielversprechender muten dahingegen indirekte Nachweisverfahren an, insbesondere die Transitmethode. Im Rahmen dieses Verfahrens wird der entsprechende Planet also nicht direkt, sondern nur indirekt durch die Beobachtung des Helligkeitsverlaufs seines Wirtssterns nachgewiesen. Während eines Planetentransits, also dem Vorüberziehen eines Planeten vor seinem Stern, verdeckt der Himmelskörper zeitweise einen Teil seines angestammten Muttersterns, wodurch dessen Helligkeit temporär vermindert wird. Um im Zuge der Transitmethode zufällige Ereignisse auszuschließen, müssen die Experten mindestens 3 aufeinanderfolgende Transits mit gleichem zeitlichem Abstand zueinander beobachten.
Im ersten Augenblick könnte man vermuten, dass diese Vorgehensweise recht geringe Trefferquoten verheißt. So beträgt die Wahrscheinlichkeit, einen Transit bei einem zufällig ausgewählten Stern zu beobachten, nicht einmal 1%. In Wahrheit wurden bislang jedoch rund 80% aller bekannten Exoplaneten mittels der Transitmethode gefunden. Der Großteil dieser kosmischen Volltreffer konnte dabei mit Hilfe des Kepler-Weltraumteleskops verbucht werden. Wenn man so möchte, basierte auch die mögliche Entdeckung des Planeten in der Whirlpool-Galaxie auf den Grundzügen der Transitmethode. Der große Unterschied bestand in diesem Falle allerdings darin, dass der beobachtete Einbruch nicht im sichtbaren Licht festgestellt wurde, sondern im Röntgenspektrum. Da die entsprechenden Röntgenemissionen ihren Ursprung in einem vergleichsweise kleinen Gebiet besaßen, könnte also ein vorbeiziehender Planet den Großteil der ausgesandten Strahlung blockiert haben. Sollte es sich bei der Ursache des temporären Röntgenstrahlenabbruchs also tatsächlich um einen Planeten handeln, so würde dieser nach Ansicht der Experten auf eine überaus bewegte Vergangenheit zurückblicken. So wäre er durch die Schwerkraft an das Doppelsystem M51-ULS-1 gebunden. Da es sich dabei, wie erwähnt, um ein schwarzes Loch oder einen Neutronenstern handelt, welcher einen Riesenstern umkreist, haben die galaktischen Wechselspiele innerhalb dieses Systems gigantische Mengen an heißem Staub und Gas freigesetzt. Diese Masse bewegt sich dabei unablässig in Form einer sogenannten Akkretionsscheibe um das schwarze Loch bzw. den Neutronenstern. Dabei war es eben jene Scheibe, welche die von den Experten erfasste Röntgenstrahlung abgab. Grundsätzlich weisen die Röntgenemissionen solcher Akkretionsscheiben keinen stabilen Charakter auf. So kommt es vor, dass die entsprechenden Strahlungen über einen Zeitraum von mehreren Stunden abbrechen, wobei es jedoch äußerst schwierig ist, die genauen Ursachen für solche Ereignisse auszumachen. So könnte es sein, dass verschiedene Variationen innerhalb eines solch dynamischen Systems für die temporären Emissionsunterbrechungen verantwortlich sind. Im Falle von M51-ULS-1 hält es das Team um Di Stefano allerdings für äußerst unwahrscheinlich, dass das beobachtete Phänomen durch das Gas und den Staub in der Akkretionsscheibe kreiert wurde. Typischerweise beginnt in einem solchen Fall ein Teil des Lichts mit den äußersten Regionen der Scheibe zu interagieren, wobei stets eine ausgeprägte spektrale Signatur entsteht. Eine solche Signatur konnte im Falle von M51-ULS-1 jedoch nicht nachgewiesen werden. Eure Meinung interessiert uns. Was denkt ihr über die mögliche Entdeckung des ersten Planeten außerhalb unserer heimischen Milchstraße? Schreibt uns eure Gedanken, euer Feedback und eure Anregungen zu unserem heutigen Beitrag ganz einfach unten in die Comments. Ihr habt Lust auf weitere spannende Videos rund um das Thema Weltall? Dann klickt jetzt auf eines der Bildchen im Abspann, um zu den anderen Beiträgen unseres Kanals zu gelangen. Vielen Dank für euer Interesse, macht's gut und bis zum nächsten Mal.